Von Opalia Talk für Opalia Family. Mein Name ist Sabine Gurbiermann und neben mir sitzt die. Selina, hi. Ja, genau. Selina vertritt natürlich hier meinen Gesprächspartner, meinen Interviewpartner, aber auch die Jugendlichen, weil du ja wesentlich näher an dem ganzen Geschehen dran bist als Genau. ich. Genau. Nämlich unsere Generation war das natürlich alles noch ein bisschen anders. Es geht ja um unseren Verein und es geht um das Thema Sexualität. Ja. So. Und das Interessante ist, dass wir ja tatsächlich, wir haben ja vorher schon mal ein Video gedreht über pornografische, filmische Ebenen und wie negativ das sein kann und auch suchtmäßig sich darstellt. Und wir haben tatsächlich eine Prägungsmodalität grundsätzlich durch das sexuelle Verhalten unserer Eltern. Es ist tatsächlich. Also wir erleben Wahnsinn. natürlich als Kinder, wir sind ja auch neugierig, erleben wir natürlich auch einiges mit. Ja. Somit gibt es auch zum Beispiel Eltern, die das so gut verstecken, dass wenn du Kinder interviewen würdest, also wenn sie erwachsen sind, natürlich würdest du sagen, deine Eltern hatten ja auch Sex und die überleg, nein. Nee. Kommt gar nicht in Ne? Genau, Frage. kommt gar nicht in Frage. Und das sind zum Beispiel Eltern, die vielleicht wirklich keine Sexualität miteinander gelebt haben, aber sehr liebevoll waren. Sowas bezeichne ich immer wie ein Dauerorgasmus. Also das heißt, die haben eine sehr sättigende, ja, ich sage das wirklich immer so, Ja. eine sehr sättigende Ebene, liebevolle Ebene Oder die miteinander haben es gehabt. halt Ne? echt gut Ja. den Mund gehalten. Genau, also die haben das dann so gelebt, dass die Kinder es nicht mitbekommen Genau. konnten. Was ja auch gut ist, es ist ja auch nicht gerade angenehm, wenn das Kinderzimmer neben dem Elternschlafzimmer ist und man Papa und Mama Ja, stöhnen hört. Ne? Also das auch ist. das kann natürlich passieren, auch das wird vielleicht mal passiert sein, das gehört ja auch zum Leben dazu. Und ich sag mal, man will weder die Mutter noch den Vater in so einer Ebene erleben, logischerweise. Aber es kann natürlich Situationen geben, wo es passiert ist. Und das ist allen mit Sicherheit sehr unangenehm, aber es gehört einfach dazu und je nachdem, wie eng dann doch die Räumlichkeiten sind, in denen man gelebt hat oder in denen man auch groß geworden ist, gibt es natürlich solche Komponenten. Die Kinder sollten natürlich nicht direkt in die Sexualität der Eltern eingebunden werden. Vollkommen klar, das wäre absoluter Missbrauch. Auch über solche Themen werden wir zu einem anderen Zeitpunkt natürlich auch noch Videos drehen. Das Klar, ist mir auch ein sehr großes definitiv. Herzenswunsch, darüber auch nochmal anders reden zu dürfen. Ja. Wir haben ja auch schon viele Podcasts aufgenommen, die man auch gut abhören kann, aber wir sind jetzt gerade bei der elterlichen Sexualität und da halten wir uns weiter auf. Und das ist Ja. halt so, wenn wir zum Beispiel Eltern erlebt haben, das ist kein Scherz, die sich mehr Sexualität gewünscht haben, als sie ausleben konnten, weil der Partner vielleicht nicht der passendste ist. Ich sage mal so, in Partnerwahl, also ich habe ja jetzt 34 Jahre Berufserfahrung, Partnerwahl ist zum Beispiel so, manchmal suche ich mir einen Partner, der wenig Sex haben will und ich selber bin sexuell sehr aktiv, dann haben wir immer ein Ungleichgewicht. Also es ist immer Klar. schön, wenn man auch dieses früh genug abklärt, nach Möglichkeit. Ne? Ich meine, im Alter baut es sich vielleicht ein bisschen ab, aber es ist schon immer ein Thema, wenn man wirklich einen Partner hat, der nicht gerne Sexualität lebt und man lebt es selber gerne, fühlt man sich nicht richtig angenommen. Das kommt Ja, dazu. Das beidseitig. Hat man natürlich früher nicht so gewichtet, ganz klar. So, und dementsprechend gibt es natürlich auch in der Vergangenheit viele Menschen, die, ja, ich sag mal, unerfüllt waren oder sich viele Dinge auch nicht erlaubt haben. Und wir dürfen auch nicht vergessen, Antibabypille. Die war ja früher, wo die rauskam, wie so ein Freifahrtschein. Jetzt können wir mal, ohne dass wir immer Angst haben müssen, schwanger zu sein. Ja. Ich fand das übrigens auch immer sehr spannend. Früher, die Frauen sahen ja nicht so attraktiv aus. Ne? Also wenn ich es heute, ne, ich meine, ich bin jetzt auch schon 60, ne, wenn ich in so einen Spiegel gucke, denke ich, cool. Ne? Ja. Und sie haben sich aber manchmal auch früh älter gemacht. Und das hat leider auch ein bisschen damit zu tun, dass manche Frauen sich als unattraktiv, unbewusst gestaltet haben, damit sie nicht nochmal schwanger werden. Also das ist so ein Selbstschutz auch gewesen. Ne? Heute wissen wir natürlich, dass das irgendwie auch anders ist. Aber früher, die Antibabypille war ja auch nicht gerade gesund. Wo sie ankam, gab es natürlich sehr viel revolutionäre Veränderungen. Also man konnte viel eher natürlich die Sexualität und somit auch die sexuellen Wünsche erfüllen. Aber trotz alledem gab es in der Vergangenheit sehr viel ungesättigt. So, jetzt sind wir natürlich in der Zeit, Epoche, wo wir einen riesen Strudel haben. Also ich kenne die ganzen Seiten nicht, aber ich weiß, wenn man da Ja. was sucht, du findest eine Vielzahl, weil ich habe mal auch ein erotisches Buch, psychologisch erotisches Buch geschrieben und habe meinem Mann gesagt, ich muss mir gerade mal eben was angucken. Also nicht, weil es mir nicht bewusst war, aber es war einfach nochmal, ich brauchte eine interessante Komponente und war Ja. mit ihm auf der Recherche, weil ich glaube, er hat das viel einfacher dann gefunden, nicht weil er danach gesucht, aber er wusste dann wie.
Da habe ich auch nur so geguckt, was für eine Wahnsinn. Vielzahl es wirklich gibt. Also, ne, und das hängt natürlich auch, warum ist es so viel? Weil es wird gebraucht. Das heißt, wir haben viele User, die es benutzen. Sonst wäre das Angebot nicht so groß. Klar. Das dürfen wir nicht vergessen. Und was eine ganz wichtige Komponente ist, ich glaube, es resultiert aus dem angeblichen Ungesättigtsein der Vergangenheit. Ja? Okay. Das ist aber auch mit Lebensmitteln, wenn du jetzt heute siehst, zum Beispiel, was wir für eine Reichhaltigkeit an Ja, Lebensmitteln haben, auch es Obst wächst und so weiter und zunehmend. so wächst zunehmend. Ne? So, wir können das gar nicht verkonsumieren. Also es wird Nee. auch unheimlich viel vernichtet. Ja. Und es ist vieles nicht mehr Das ist, natürlich. weil es einfach, weil jeder auf etwas anderes steht. Ja. So, und dadurch wächst das halt zunehmend, weil jeder hat eine andere Geschmacksrichtung. Das ist Ja. auch damit. Ja, wobei die anderen Geschmacksrichtungen glaube ich noch nicht mehr. Ich glaube ganz einfach, dieses Angebot und Nachfrage, man probiert jenes und dieses und das. Und das finde ich auch, also ich finde zum Beispiel, ich bin ja Vegetarier, also wenn ich jetzt Gemüse und Obst denke, oh, was ist das denn für eine Sorte? Muss ich probieren? Kenne ich noch nicht. Also von daher können wir natürlich Dinge ausprobieren, aber wir sehen auch, das Angebot wird immer extremer. Somit sind die Menschen immer extremer und das heißt, wir sind nicht mehr gesättigt. Ja. Ja, so. Und das ist auch nochmal eine Kompensation aus der Vergangenheit, weil ja in früheren Zeiten oftmals Sexualität gar nicht gelebt wurde. Also wenn ich jetzt mit dir Rückführungen durchführen würde und du hättest vielleicht im Mittelalter gelebt, dann Ja. wüsstest du genau, worüber ich rede. Ja, Ja, bestimmt. ne? Also ne, da war natürlich auch vieles peinlich, aber wenn es dann Liebe war oder Zweisamkeit, dieses Verschmelzen war natürlich dann intensiver, wenn das wirklich eine Herzgeschichte war. Und für mich suchen viele nach dieser Wahnsinnsnähe, ja. Und von daher glaube ich ganz einfach auch für unsere Jugendlichen, dass die ein ganz großes Erbe in sich tragen, von diesen ungesättigten Prinzipien, die einfach sich dann kompensierend darstellen, was ich unheimlich schade finde. Ja. Weil man dadurch natürlich nicht die ideale Form und die ideale Ebene hat. Also wir Ja. könnten wesentlich mehr Zufriedenheit und auch Ruhe und Ausgeglichenheit leben, wenn wir tatsächlich mehr dafür sorgen würden, dass wir eine Sättigung haben. Ja? Klar. Und ich finde immer gut zu wissen, dass es das gibt. Ja? Ja. Also auch wenn man das mal wirklich, bitte nicht falsch verstehen, als Recherche sich angucken und denkt, so wie ich damals, so, wo ich gedacht, holla die Waldfee. Ne? Es ist interessant, es zu wissen. Also gerade auch aus wissenschaftlichen Gründen. Das ist ja auch immer für mich die interessante Komponente. Man kann vieles sich mal anschauen oder auch als Erwachsener könnte man natürlich auch gewisse Etablissements mal betreten, wenn man das wollte, wenn man Interesse daran hat. Es ist gut zu wissen, dass es das gibt, Ja. ja. Aber immer selber zu unterscheiden, brauche ich das, will ich das Das ist es. und je gesünder und offener wir auch als Eltern damit umgehen können, desto besser für unsere Kinder. Nämlich dann kann es durchaus sein, dass unsere Kinder uns auch ansprechen und sagen, Mama, ich habe das und das gesehen oder mir hat man das und Ja. das vorgeschlagen oder so. Und dann kann man auch anders damit reagieren. Wenn ich jetzt selber so als Mutter so, wow! Panik, ne, mein Ja. Kind und, Das ne, überträgst du. genau, das übertrage ich und mein Kind spürt das und weiß, es kann mich auch nicht ansprechen, ja, oder ich sage jetzt mal so, natürlich will man vielleicht auch nicht zu viel von der Sexualität der Kinder mitbekommen, aber wenn zum Beispiel deine Tochter irgendeinen Übergriff oder irgendwas passiert ist und sie weiß, sie kann sich dir anvertrauen, was Besseres kann einfach nicht Nee. passieren und je bewusster unsere Kinder mit den Medien allem umgehen können, weißt, wir nehmen die ja auch mit ins Lebensmittelgeschäft und zeigen denen die riesige Palette und sagen, ach Schatz, lass uns das doch mal probieren, das sieht lecker aus. Ja, wir Ja. probieren das einfach mal, ob es uns Ja. dann schmeckt oder nicht, ist eine andere Sache. Aber und so sollte man einfach auch wissen, dass es das gibt. Und je offener wir Erwachsene damit auch umgehen und vielleicht auch mit unseren Kindern darüber reden, dass es das gibt und dass wir selber mal geguckt haben und gesagt haben, Gott, was gibt es da alles? Und das ist wirklich eine Produktion, es ist eine Maschinerie und da steckt unheimlich viel Geld drin oder auch viel Klar. Geldgewinn drin. Desto eher können unsere Kinder damit umgehen. Dann kann es sein, dass gerade dein Sohn sagt, wenn jemand dann so, ich habe das alles geguckt oder so, hör mal, das ist, ich habe mit meinen Eltern darüber gesprochen, die haben mir das erklärt. Ne? Das ist eine reine Geld. Maschinerie und die verdienen da jede Menge Geld, so und so funktioniert das und ich brauche das nicht. Ja, also ne, sag mal, jeder Jugendliche, der sich besser darin auch auskennt, Ja. desto besser ist es und wir sollten uns wirklich all diesen Dingen auch stellen. Also Klar. nicht,
nicht zurückziehen, stellen. Und das haben unsere Eltern ja nicht gemacht. Ich meine, ne, klar, das konnte man auch damals nicht erwarten, weil die ja natürlich noch in einer anderen Generation war. Aber wir sind ja anders drauf. Und, ja. Und ich denke ganz einfach, je offener wir damit umgehen können, desto besser können auch unsere Kinder damit umgehen. Und desto eher können wir die natürlich auch anleiten, dass sie auch eine gesunde Lebenseinstellung kriegen. Ne? Und wie gesagt, wenn mal was passiert sein sollte und die Kinder hätten euch wirklich überrascht, mein Gott, so what, dann muss man ihnen das auch erklären, dass das zum Leben dazugehört. Dass Mama und Papa sich lieben. Dann ist es eben so. Dann ist es eben so, genau. Ja. Und deswegen, das war mir einfach nochmal ein Anliegen, dieses zu schildern, aber auch die Bandbreite, die sich unheimlich verändert hat und wahrscheinlich zukünftig noch krasser wird. Mhm. Ich habe nicht einen Bericht schon drüber geschrieben auf den Seiten. Da ging es auch darum, dass Videos, die sehr verboten sind, also schon im Netz kursieren und auch wirklich in falsche Hände, es gibt keine richtigen Hände dafür, transportiert werden und wie man auch damit umgehen kann. Ich finde, es ist ein großes Thema, worüber ich auch noch häufiger mit dir drüber reden möchte. Und wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, Fragen habt oder sonst irgendwas, bitte meldet euch bei uns. Wir werden auch die Telefonnummer einblenden, also gerade für Jugendliche, wenn ihr da Hilfe braucht oder auch für Erwachsene, wenn es um eure Kinder geht oder so, dann könnt ihr euch natürlich auch bei uns melden und wir können gucken, was wir für euch tun können. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss. Tschüss.